Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Es geht doch immer so weiter, Rudi. Schlechte Ladeinfrastruktur, hohe Strompreise, falsche Wachstumsimpulse. Ja, was meinst du, die Politik hat von gestern bis heute zugelernt? Nee, überhaupt nicht. Also der März glaubt ja tatsächlich noch, dass es Verbrenner wären, die die Zukunft darstellen. Überleg dir das mal. Der hat den Schlag überhaupt noch nicht gehört. Ja, in China werden jährlich 30 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Das ist ein Drittel des gesamten europäischen, mehr als ein Drittel. Quatsch, ein Drittel. Die Europäer haben davon maximal ein Drittel Zulassung. Ja. Und der Merz glaubt, dass die 2 Millionen Zulassungen, die in Deutschland gemacht werden, der Markt sind. Ja, der Merz meint so manches. Und die Schuldenbremse? Da meint er auch was. Ja, Und bei widerlich. Flüchtlingen meint er auch was. Und ansonsten stellt er Ultimaten und jo. Der Rest ist dann Verantwortungsverweigerung. Ja, das ist die freundliche Formulierung. Der lässt sich abfeiern als Wirtschaftler und schwätzt, Entschuldigung, nur Müll. Tja. Ja. 16 Jahre Schuldenbremse und die Erfolge, da sollten wir mal ein Fazit ziehen in einer schönen Spezialsendung und mal aufzählen, was die alles nicht hingebracht haben. Und jeder dritte Wähler wählt diese Partei immer noch. Denen geht es, glaube ich, allen noch zu gut. Ich denke auch, denn muss es zu gut gehen. Wenn ihr so einen Unfug auch noch wählt, ja, wie in Sachsen mit über 30% und die SPD abstraft, ja, und dann gibt es noch Genossen, die meinen, wir müssten uns jetzt in den Vordergrund drängen für eine Koalition in Sachsen oder in Thüringen. Also bitte, meine Herrschaften, haltet euch doch mal zurück mit eurem staatstragenden, Entschuldigung, Geschwätz. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Bündnis, das nach einer Ex-Stalinistin benannt ist, irgendwie in eine Koalition einzugehen, wird nicht funktionieren. Ich Das möchte Einzige, meinen was nicht. dieses BSW nicht hat, ist das Stigma des Linken, des Linksseins, des Kommunistenseins, des SED-Nachfolgerparteiseins. Das ist das Einzige, aber ansonsten ist es eine Kaderpartei, die der Chefin da nach dem Wort redet. Ja? Die marschieren hinter ihr, alle hinter ihr. Und wenn sie nicht da ist, dann marschiert da keiner. Ja. Nee, also ich habe auch sehe überhaupt keine Veranlassung mit dieser, entschuldige bitte Rudi, aber staatstragenden Politik immer weiterzumachen. Hey, Also brauchen wir nicht. wir werden dafür abgestraft, dass wir das Land am Laufen halten mit Wahlergebnissen, die unterirdisch sind. Und es gibt immer noch Genossen, die meinen, deswegen müssten wir so bleiben, wie wir sind. Nee, müssen wir nicht. Dann müssen wir so ehrlich sein und sagen, ja, wir sind Wahlverlierer. Und die anderen haben ja damals schon rumgetönt, dass die Wahlgewinner ja auch die Regierung stellen sollen. Dass man als Verlierer keinen Anspruch hat, an der Regierung beteiligt zu sein. Ja, dann lassen wir das eben auch mal. Sollen die mal versuchen zu machen? Soll mal die CDU versuchen, mit BSW irgendwie eine Mehrheit zu kriegen? Kriegt sie ja auch gar nicht. Noch nicht mal in Thüringen. Also, Ja, ich das finde wird. auch, die sollen mal in die Verantwortung gehen, statt immer nur von der Sozialdemokratie zu verlangen, wir müssen gar nichts. Wir haben die besseren politischen Konzepte und werden immer wieder vertröstet mit kleinen Bonbons. Das geht so alles nicht. Also da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Wir kriegen als Sozialdemokraten immer noch die Kriegskredite von 1914 um die Ohren gehauen. Ja. Überleg mal, ja, das ist über 100 Jahre her. Nee, einfach mal sagen, okay, machen wir nicht mehr mit, wollen wir nicht mehr. Genau, das finde ich auch. Es ist an der Zeit, da mal klare Kante zu zeigen. Wenn man denn irgendwelche Regierungsprojekte gut findet, kann man immer noch zustimmen. Das ist gar nicht die Frage. Aber für eine Koalition sollten wir tunlichst nicht zur Verfügung stehen. Wir können ja Mehrheitsbeschaffer sein für Minderheitenregierungen. Das ist doch toll. Das ist doch viel, viel smarter als mit drinne hängen und dann nach 10 Jahren von CDUlern gesagt bekommen, aber ihr seid ja mit dabei gewesen.
Genau, und wenn ich jetzt den Spruch höre von einigen Genossen, ja, aber wir haben doch was erreicht, dann frage ich mich immer, warum hat es denn nicht gereicht, was ihr erreicht habt für die Darstellung in Sachsen zum Beispiel, um zu einem guten Ergebnis zu kommen? Wenn das so wenig ist, was ihr erreicht habt, dann brauchen wir da nicht weitermachen. Ja, was zu wenig wäre, war zu wenig. Und so ist es. Und wenn nicht mehr Perfekt. drin war, in Ordnung, gut, dann kann man das feststellen. Es gab keine Mehrheiten für mehr, aber wir sollen uns nicht auf die Schultern klopfen für all das. Nee. Obwohl viel erreicht wurde, Mindestlohn und. Stell dir mal vor, wir hätten das alles nicht, sondern eine Friseurin in Thüringen würde immer noch für 2,50 die Stunde irgendwelchen Säcken die Haare kürzen. Guck mal, in den Sonneberg beziehen 44% der Bevölkerung ja, den Mindestlohn, ja, und arbeiten für den Mindestlohn. Die Dankbarkeit sind ein eben solche Prozents an AfD-Wählern, ja. Dann ist Also, das so. Oh Gott. da ist nicht Dann viel, packe ich es ab. da ist nicht viel Intelligenz zu erwarten, muss ich sagen. Wenn man eins und zwei nicht zusammenzählen kann, dann ist halt schade. Aber ich muss da nicht in die Verantwortung gehen. Also das sehe ich nicht, dass wir uns da exponieren sollten, glaube ich. Sollen Sie mal machen. Ja. Und Und wenn dann Essara ankommt und meint, bundespolitische Forderungen an Landesregierung stellen zu können, ja, dann soll sie das versuchen. genau, Ja, wenn da genau. nichts zustande kommt, ja, irgendwann werden wir Neuwahlen machen müssen. Dann wird sich das vielleicht noch ein bisschen mehr klären. Und wenn es dann irgendwo so sein sollte, dass die Leute noch blöder werden und noch mehr AfD wählen, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich kann Ja. es nicht ändern. Wir haben genügend Angebote gemacht. Ja. Im Übrigen, es gibt auch richtig fitte Sozialdemokraten, wenn ich dir das nochmal sagen darf. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit Olaf. Nicht Olaf dem Kanzler, sondern Olaf Lies, dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Wirtschaftsminister. in Niedersachsen, ne? Tippitoppi, der hat richtig einen guten Plan. Ich kann das nur empfehlen. Wir werden das unten in unserer Kommentarzeile heute mal verlinken, Ja. Genau, machen wir mal. dass jeder mal reinhören kann, wie gute sozialdemokratische Politik funktioniert und läuft, auch wenn das vor dem Hintergrund der VW-Managementkrise ist. Es ist interessant. Und dann vielleicht noch einen zusätzlichen Facebook-Beitrag überall da, wo wir uns dann reingeteilt haben. Dann darunter wird dann dazu vielleicht auch noch was stehen. Mal gucken, wie schnell wir dazu in der Lage sind. Ja. Genau, dann guckt mal, wie es bei uns weitergeht. Ihr hört von uns, ob ihr wollt oder nicht.